dem Kollegen Dr. Espendiller. Okay, dann guten Tag, Frau Stumpf. Sie haben mich ja gerade als Negativbeispiel für schlechte Ausbildung genannt, bla 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 und so weiter und so fort. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, Sie selber sind ja Ingenieurin. Wir reden noch mal ganz kurz über die Klimamodellierung, die ich gerade erwähnt hatte. Also mathematisch, da brauchen Sie Mathematiker, Informatiker für. Ja, natürlich, das sind partielle Differentialgleichungssysteme, ordinäre, da müssen Sie mit... Ja, ja, ein bisschen habe ich damit rumgespielt, natürlich. Ja, also jetzt auf jeden Fall die Frage, jetzt auf jeden Fall die Frage auch an Herrn Röspel. Ein Differentialgleichungssystem hat das Problem der Robustheit. Wissen Sie als Ingenieurin, was das ist und wissen Sie, was für Auswirkungen das auf die Klimamodellierung hat? Wir arbeiten hier mit einem Fundament auf Sand. Wir geben 50 Milliarden Euro aus. Wenn die Modelle nicht passen mit dem Problem, was passiert dann? Das wäre meine Frage an Sie. Ja, wollen Sie antworten, Frau Kollegin? Dann erteile ich das Wort dem Kollegen Tankred Szczepanski von der CDU-CSU-Fraktion.